Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es wieder mal ein paar Neuigkeiten aus der Werkstatt und es gab so einige Mitteilungen, die ich bekommen habe, Nachrichten, wo es dann hieß, kannst du mal so einen Rundgang machen, so ein Update quasi, weil ich ja die letzten zwei, drei Wochen hier einiges gemacht habe in der Werkstatt und das würde ich gerne mit euch teilen. Ihr wisst ja, ich hatte ja schon länger vorgehabt, endlich mal hier die Fronten zu ändern, beziehungsweise Türen einzubauen und untenrum alles mal zu verschönern. Ja? Und das habe ich jetzt auch getan. Das ist ja jetzt zwar schon vorher geschehen, aber ich hatte mal vorgehabt, unten das Ganze, die ganzen Schubladen und alles, die Türen nochmal zu verschönern, auch mal mit Multiplex, damit das einheitlich aussieht. Es ist zwar nicht perfekt geworden, also die Spaltmaße, es ist auch nicht eine ebene Fläche. Es liegt halt daran, dass der Korpus nicht komplett hundertprozentig gebaut wurde. Damals hatte ich nicht die Mittel gehabt und habe es dann so primitiv, einfach wie möglich gebaut. Dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch unebene Stellen, aber es interessiert mich so eigentlich gar nicht, stört mich nicht, sagen wir mal so. Wenn ich das komplett neu bauen würde, würde es sicherlich anders aussehen, aber in dem Fall ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Gehen wir mal weiter auf die rechte Seite, die chaotischste Ecke, die ich bisher hatte. Und zwar habt ihr in den älteren Videos vielleicht auch schon gesehen, dass ich hier auch ein paar Sachen rumliegen hatte. Ja, Metallrohre und dies und jenes und habe sie aufbewahrt, weil ich bisher der Meinung war, dass ich die irgendwann mal in einem meiner Projekte verwenden kann. Es hat sich auch gestaut, es kam auch viel Müll dazu. Ich hatte dann Rollerreifen mit dabei gehabt, was nicht mir gehörte, aber einfach da in die Ecke geschmissen und nie beachtet. Ich brauchte aber Platz für meinen Kompressor. Da dachte ich mir so, okay, komm, die Ecke, die kannst du gut gebrauchen, holst den ganzen Kram raus, sortierst du aus und dann habe ich, wie gesagt, nachdem ich alles leer gemacht habe, frei gemacht habe, habe ich hier so ein Brett noch drauf gelegt, also quasi so eine Verlängerung und habe dann das brauchbare Zeug hier oben hingestellt und unten kam dann der Kompressor hin, wo ich dann auch direkt drüber meine Luftpistole habe und meinen Druckluftnagler. An der rechten Seite direkt habe ich auch die Nägel, das heißt alles an einem Platz, griffbereit. Wenn ich was suche, dann habe ich das direkt hier drüber. Und schon geht es auch weiter. Rechts von den ganzen, seht ihr, habe ich eine neue, ja, so eine Ablage gebaut, aus Resten, aus dem Material, was ich hier noch rumliegen hatte. Ja, jetzt habe ich hier mein Lineal drauf liegen und mein Taschenrechner, Bleistifte und. Wenn ich zwischendurch mal kurz was ablegen will, dann bietet sich das sehr gut an. Die rechte Seite der Wand, da habe ich ja auch meine French Cleat Leisten angebracht gehabt. Kennt ihr ja. Und da dachte ich mir, komm, dann baue ich meine ganzen Halter dahin und hänge meine Schraubzwingen, Einhandzwingen dahin. Es ist platzsparender. Es schaut halt mehr in den Raum. Aber es benötigt halt nicht mehr keine knapp 2 Meter, sondern nur noch 80 Zentimeter. So finde ich das auf jeden Fall viel, viel besser. Nachdem ich die ganzen Schraubzwingen von der Wand entfernt habe, habe ich natürlich etwas mehr Platz bekommen, wo ich jetzt auch meine Schleifmaschine stehen habe. Die Ablage ist natürlich aus, das ist irgendwie Fichte, Kiefer, Leimholz. Um das Durchbiegen bzw. sogar das Brechen zu verhindern, habe ich unten noch so eine Querstrebe drangeschraubt, verleimt, geschraubt, damit das nicht durchbiegt, damit das stabil bleibt. Auch aus Resten entstanden, diese Multiplex-Winkel sozusagen, die lagen auch bei mir rum, die habe ich nur ein bisschen angepasst, zugesägt, dran montiert und ich kann auch ganz locker in der Höhe arbeiten. Der Vorteil ist halt, ich habe meine Absaugung auf der Seite, kann es direkt anschließen an die Schleifmaschine, genauso wie auch an die Tischkreissäge. Und das Gute daran ist, wie gesagt, wenn ich die Tischkreissäge ein wenig wegfahre, kann ich mit der Absauganlage, mit der Absaugung direkt auch an die Tischbohrmaschine, falls ich dort arbeite, dann habe ich auch drüben eine Absaugung. Ich brauche jetzt nicht großartig oder aufwendig irgendwelche Rohre zu verlegen, eine große Absaugung zu bauen. Wie gesagt, alles was Staub und Schmutz verursacht, ist auf der Seite und der Rest befindet sich auf der anderen Seite. Und wenn ich mal auf der Werkbank Staub oder Dreck verursache durch
ja, mit der Fräse oder sonst was, dann habe ich auf meiner rechten Seite dann auch die Absaugung. Ganz praktisch. Direkt an der Schleifmaschine hatte ich auch noch ein bisschen Platz an der Wand. Da habe ich mir so aus dem Restbestand, habe ich mir so zwei Boxen gebaut, so Kisten, die ich an die Wand geschraubt habe. Und da habe ich einfach diese dünnen Leisten, so Reststücke, auch das hier zum Beispiel, die ich hin und wieder mal brauche, die habe ich einfach hier reingelegt. Nimmt mir nicht viel Platz weg. Es ist sowieso eine freie Wand. Das kann dann eben hier Platz nehmen und bei Bedarf kann ich mir die Sachen dann rausziehen. Hier die Ecke, die war früher überfüllt mit irgendwelchen Holzbrettern, Holzresten. Ich hatte hier so einen kleinen Kasten gebaut, wo ich dann wirklich alles reingeschmissen habe. Teilweise kam ich gar nicht mehr dahinter. Ich wusste gar nicht mehr, was ich habe und ob ich es noch brauche oder nicht. Deswegen habe ich den ganzen Kram entsorgt und alles, was ich noch brauche, habe ich dann in der Werkstatt an einem anderen Platz, platzsparender, abgelegt oder in dem Fall in diese kleinen Boxen reingelegt. Und somit komme ich auch wenigstens an die Türen dran. Auch die Schublade kann ich jetzt endlich nutzen, weil die war auch voll, die wurde auch behindert durch das ganze Holz. Und jetzt habe ich wenigstens mein restliches Schraubensortiment hier drin und kann die Schublade auch nutzen. So, zurück zu der Ecke. Hier habe ich ja meine Werkbank, die kleine Werkbank, die ist auch fest, komplett fest montiert. Habe hier meine Tischbaumaschine. Auf der, direkt darunter habe ich noch ein bisschen Plantenmaterial, ja, nicht größer als 50x50, teilweise kleinere Stücke. Und darunter befinden sich noch Maschinen, ja, die ich selten nutze, aber wenn ich sie brauche, sind die auch griffbereit. Dann würde ich sagen, machen wir mit der anderen Wand weiter. Nachdem ich hier natürlich ein bisschen Platz bekommen habe, habe ich mir überlegt, diese freie Wand mit irgendetwas Sinnvollem zu versehen oder zu belegen. Und zwar habe ich mir dieses Schraubenregal gebaut. Auch so ein Projekt, was ich nebenbei gemacht habe oder nebenbei auf die Schnelle machen wollte. Habe auch die passenden Boxen gebaut aus MDF, 5mm MDF. Da habe ich mir 1 Meter mal 1 Meter MDF besorgt und habe mir das Ganze dann daraus gebaut. Es ist nur verleimt, sehr stabil, sehr, sehr gut. Hier sind... Ne, nicht in dem, das sind etwas größere Schrauben. 4x35er Schrauben von Spax, habe ich auf Torx gewechselt. Da passen genau 1000 Stück rein. Es sind 1000 Schrauben hier in dieser Box drin. Und wenn ich sehe, es wird weniger, dann bestelle ich mir halt nochmal neues oder fülle es einfach auf, wenn ich was da habe. Ja, ganz praktisch. Es kommen hier noch ein paar Schilder dran, worauf dann die Länge, die Stärke der Schrauben drucken, schreiben und dann weiß ich, wo was liegt. Ja, und somit ist hier auch alles an einem Platz. Das ist viel, viel schöner, sich hier endlich mal frei bewegen zu können. Das ist nämlich ätzend, wenn hier überall irgendwas liegt. Vor allem, wenn man ein Projekt machen will, hat man hier noch so jede Menge Reste, Müll, Dinge rumliegen, die man nicht gebrauchen kann und es steht alles im Weg. Und man hat dann auch wirklich keine Lust, dann noch ein Projekt zu machen, wenn man jeden Tag sieht, dass die Werkstatt unordentlich ist. Und dann nimmt man sich einmal die Zeit, macht es komplett vernünftig und dann macht es auch wieder Spaß, hier zu arbeiten. Meine Meinung. Ja, es ist noch eine Frage offen, beziehungsweise es haben mich öfters die neuen Zuschauer gefragt, wo sich meine Werkstatt befindet. Also was heißt wo, nicht in welchem Ort, sondern was das hier für ein Raum ist. Ob es eine Garage ist oder ein Kellerraum. Es ist ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus. Das ist der bestgeschnittene Raum, den es hier im Haus gibt. Alle anderen Räume sind für eine Werkstatt, werden die, glaube ich, nicht geeignet, weil die eher so eine Schlauchform haben, also schmal und lang. Hier war ursprünglich damals ein Öltank, also die Heizzentrale sozusagen. Und diesen Raum haben sie dann irgendwann zu einem Kellerraum umgebaut und die heutige Heizung kennt man, dafür braucht man eigentlich nicht viel Platz, ist dann halt nebenan gelandet. Ich hatte halt Glück, dass ich hier in den Raum einziehen durfte und die hat 12 Quadratmeter, die Werkstatt, und bin eigentlich sehr zufrieden mit der Form. Die hätte natürlich etwas größer sein können, aber es ist halt ein Kellerraum. Ich habe hier leider keinen Starkstrom, das ist halt auch ein Nachteil, weil wenn ich mir Maschinen kaufen will, dann muss ich halt gucken, dass es halt mit 220 Volt oder 230 Volt betrieben wird. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Werkstatt. Auch mit meinen Nachbarn habe ich bisher keine Probleme, weil ich mich an gewisse Zeiten halte.
die ich mir selber auch festgelegt habe, zwischen 12 und 18 Uhr. Es hat mir niemand was vorgeschrieben, aber zwischen 12 und 18 Uhr mache ich meine Sägearbeiten. Alles andere mache ich halt Schleifen, dies und jenes, also alles, was Handarbeit ist, mache ich dann ab 18 Uhr. Das Verleimen und das Verschrauben, alles, was nicht so viel Lärm verursacht, wird dann ab 18 Uhr oder vor 12 Uhr gemacht. Ich bin jetzt nicht jeden Tag in der Werkstatt, aber wenn ich dann hier bin, dann achte ich schon darauf, dass meine Nachbarn nicht dauerhaft belästigt werden. Das auch mal so am Rande. Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt soweit alles gezeigt, was sich jetzt in der letzten Zeit getan hat oder wie weit meine Werkstatt ist. Natürlich ist sie nicht perfekt. Wenn ich das jetzt mal mit den ersten Tagen vergleiche, dann denke ich schon, da hat sich einiges getan. Meine alten Videos oder meine ersten Videos sind der Beweis dafür, wie es früher aussah und wie es jetzt aussieht. Man muss natürlich hier noch einiges machen, aber ich weiß nicht, ob ich noch so viel verändern will, werde, weil es kann ja noch sein, dass ich Laufe des Jahres, Laufe der Zeit demnächst irgendwann eine Werkstatt finde außerhalb und möchte jetzt auch nicht hier viel Geld reinstecken und viel Mühe, Arbeit. Dann würde ich eher in eine etwas größere Werkstatt ziehen und alles dort reinstecken. Liebe Freunde, das war's. Heute gab es halt kein Projekt, weil wie gesagt, ich möchte erstmal gucken, dass meine Werkstatt wieder tiptop aufgeräumt ist, tiptop alles eingerichtet ist und dann kann ich mich wieder in Ruhe loslegen und ein Projekt machen. Ich hoffe, das wird auch die nächsten paar Tage passieren. Ansonsten habe ich nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.